Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Nein, nicht Greed Mode. Nein, nicht Greed Mode. The Binding of Isaac Afterbirth. Wir wollen einen normalen Run mit Eve machen. Und ja, Eve startet halt mit dem Dead Bird und dem Whore of Babylon. Und ihr Special Effekt, sag ich mal, ist, dass sie... dass sie da kein Damage bekommen hab, ey. Dass sie den Whore of Babylon-Effekt schon bekommt, wenn sie nur ein Herzchen hat. Deswegen ich auch in diesen Zaki-Zaki-Raum reingegangen bin, was eigentlich dumm war, weil wir eine XL-Ebene haben, was ich aber erst jetzt gemerkt habe. Ja, der Whore of Babylon-Effekt gibt uns einen Damage-Boost und einen Speed-Boost. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es auch einen Range-Boost oder so gibt. Habe ich nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall Damage und Speed-Boost. Und deswegen liebe ich Eve so. Du hast mit ihr halt am Anfang schon schön gutes Speed und kein Leben mehr. Weil Superformen und Spinnen. Ich hasse Spinnen. Und ja, gutes Damage und guten Speed. Und Speed ist für mich mega wichtig. Weil ich mich sonst halt immer so übel langsam fühle. Und ja, der Bird wird halt getriggert, wenn wir getroffen werden in dem Raum. Oh Gott. Nee. Alter, wir brauchen einen Itemraum. Wir haben zwei Itemräume, ne? Stimmt. Oh Gott. Okay, schnell. Okay, schnell zurück. Okay, und hier schnell lang. Oh. Okay, schnell. Kann hier ein Herzchen drin sein? Ja, also ja, hier kann ein Herzchen drin sein. Aber ich meinte, ist hier ein Herzchen drin? Ich hoffe, ja. Wir haben noch eine 36%ige Devil, die Chance, ja, geil. So. Kein Schaden nehmen, ne? Stimmt. Jetzt, ab jetzt, also ab nächster Ebene kein Schaden mehr nehmen. Hab ich eh nicht vor, eigentlich. Auf dieser Ebene schon hatte ich das vor, weil wegen auf Babylon-Effekt. Aber, was war das denn? Der ist einfach durchgecharged. Das habe ich wohl nicht erwartet. Herzchen. Oder hier irgendwie? Robo-Baby. Okay, Robo-Baby ist... Robo-Baby ist ganz okay. Ist ganz okay. Da bringt es nichts reinzugehen. Das ist das Problem. Aber wir können das hier. Komm mal her, Robo-Baby. Genau, mach mit mir mal die Kackhäufchen kaputt hier. Kann das Robo-Baby das überhaupt? Ich weiß es nicht. Oh, ein blaues Herzchen. Geil. Das finde ich natürlich sehr gut. Aber ich bezweifle irgendwie, dass wir einen... Devil Deal bekommen werden und wir brauchen noch den zweiten Itemraum, hole ich, bevor wir den Boss machen. Obwohl, nein. Wir haben gerade das blaue Herzchen. Nicht, dass ich das noch verliere. Aber er droppt uns jetzt eh ein blaues Herzchen, glaube ich. Er ist blau. Eigentlich sollte er uns ein blaues Herzchen droppen. Wenn wir keinen Schaden bekommen von ihm. Oder ist es ein anderes Blau noch, was uns blaue Herzchen droppen lässt? Ich weiß es nicht. Oh, lol. Oh, lol. Okay, nice. Doch, blaues Herzchen. Schön. Wall of Bandages, das heißt ein bisschen Nahkampf und wir bekommen Pin. Pin ist halt übel easy. Und gleich tötet er uns. Dann lache ich aber richtig, ey. Ja, dann würde ich mich richtig bad. Könnt ihr mich flame ohne Ende, wenn ihr wollt. Und nice. Range Up. Ah, schade. Aber Range Up ist ganz okay. Aber wir haben keinen Devil Deal bekommen. Das ist ein bisschen doof. Ich habe halt gehofft, dass wir trotzdem noch einen Devil Deal bekommen. Trotz 36%iger Chance nur. Aber dafür haben wir auf der nächsten Ebene 100%ige Chance, Devil Deal zu bekommen. Und das erfreut meine Nippel mit Herd. Was? Das habe ich nie gesagt. Okay. Wir dürften fliegen one-hitten, ne? Ja. Zack, zack, zack. Sehr geil. Okay, ist der schon besiegt? Lol, dass wir den besiegt haben, wundert mich gerade ein bisschen. Okay, da ist endlich der zweite Itemraum. Ich dachte schon, wir müssen irgendwie einen Full Clear oder so machen. Zack, Bob's Break. Oh, nee. Nee, okay, wir nehmen ihn mit. Das war unser Tod. Ich glaube, das war unser Tod, ihn mitzunehmen. Bob's Brain ist halt an sich ein gutes Item. Es ist strong. Er kann echt einem aus der Patsche helfen.
Allerdings kann er auch einfach den ganzen Run versauen. Wenn du zum Beispiel zu nah an Gegnern dran stehst und Bobs Brain fliegt genau auf ihn zu und explodiert und du kriegst Schaden. Ich hätte Bobs Brain, glaube ich, nicht mitnehmen sollen. Das heißt, immer erst schießen. Also, Bobs Brain fliegt nur, wenn wir schießen. Das heißt, immer erst schießen. Oh, das ist schön. Das müssen wir machen, Alter. Wir öffnen jetzt erstmal nur eine Kiste. Dann cleanen wir den Raum. Dann cleanen wir den Raum. Also den ganzen Kampfraum. Nicht nur die Welle. Oh Gott, das war knapp. Okay. Da war ich zum Beispiel gerade fast zu nah dran. Und hätte locker Damage bekommen können. Durch die Explosion von Bobs Brain. Aber ich hatte Glück. Ich hatte Glück. Nice. Zack. Ein rotes Herzchen. Ja, das nehmen wir mit. Ich hätte es nicht... Ah ne, wir dürfen kein Damage bekommen. Stimmt. Zack. Ja, nichts unbedingt super Tolles war hier drin, Alter. Ah. Wir dürfen kein Damage bekommen. Genau, wir dürfen kein Damage bekommen. Okay. Achtung. Achtung. Und Achtung. Oh Gott. Da wäre ich fast nicht mehr ausgewichen. Also hätte ich nicht ausweichen können. Gut, dass wir ihn besiegt haben in der Zeit. Okay, da hat Bobs Brain uns gerade zum Beispiel gut gerettet. Denn ich glaube, wir wären da getroffen worden, hätte der hätte das Skelett geschossen. Aber gut, okay. Eine gute Aktion von Bobs Brain. Das war ein Skillshot, Alter. Yeah. So, hier gehen wir rein, natürlich. Und das Headless Baby. Haben wir? Nein, wir haben keinen Curse. Gar keinen Curse, das ist sehr gut. Gehen wir mal in den Shop. Nee, das ist gar nicht der Shop, lol. Emperor. Summon Bombs ist auch ganz okay, Joker. Wir bekommen hier eh eine hundertprozentige Chance. Wir machen das mal so. Beep, okay. Das könnte problematisch werden. Och, komm schon, Beep. Bleib stehen, wenn Bobs Brain zu dir fliegt. Nice. Sehr schön. Oh Gott, okay, wir haben Schaden bekommen. Aua, wir haben nochmal Schaden bekommen. Das war instant Schaden, Alter. Okay. Ja, diese... Ah! Ich kann mich bei Beep halt nicht konzentrieren auf Ausweichen, weil ich auf so vieles konzentrieren muss mich beim Ausweichen. Also ich muss so vielem Ausweichen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Das nehmen wir mit. Hundertprozentig. Anstatt dem Item hier nehmen wir mal das mit. Also wir nehmen auf jeden Fall, ja, Dead Cat mit. Danach haben wir noch ein weiteres rotes Herzchen, wodurch wir die Schaufel mitnehmen können. Dadurch können wir entweder eine Ebene tiefer gehen oder einen Schwarzmarkt öffnen. Ich hoffe halt auf den Schwarzmarkt, weil da ganz gute Items drin sein können, etc. Und, ja. Wir haben 9 Leben, Leute. Wir haben 9 Leben. Das ist ganz okay. Ist okay. Wir haben 9 Leben. Alles fresh. Das war knapp, dass ich da nicht getroffen wurde. Wir haben uns den Supergeheimraum aufgesprengt. Das ist super. Und wir bekommen ein weiteres Herzchen gleich dazu auf der nächsten Ebene. Das ist schön. Wir dürfen ab der nächsten Ebene kein Damage bekommen. Für 2 Ebenen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Dafür haben wir Bobs Brain. Ich hätte Bobs Brain nicht mitnehmen dürfen. Ich achte halt auch viel zu sehr darauf, Bobs Brain unbedingt auszuweichen. Deswegen. Goldenes More Options, ich will's haben. Wir brauchen Geld, Leute. Wir brauchen Geld. Am besten noch 9 Münzen, damit wir das blaue Herzchen und More Options kaufen können. Okay, den haben wir besiegt. Den auch. Das Kaki Trinket. Das ist sehr schön, wenn wir hier jetzt gleich Kackhaufen finden. Dann können wir uns ein bisschen Geld generieren. Weil das Trinket dafür sorgt, dass in Kackhäufen mehr Inhalt ist. Und eine Bombe. Das heißt, wir können aus dem Automaten schon mal ein bisschen Geld raussprengen. Falls wir nicht mehr genug kriegen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, okay, okay. Okay. Alles gut, alles gut. Ich will nicht mehr getroffen werden. Schön. Eine Münze. Fehlen nur noch 8. Dass ich da nicht getroffen wurde. Was? Heilige Scheiße. Das wundert mich gerade selber sehr. Sehr, sehr, sehr sogar. Aber okay. Komm schon. Wie viel... Alter, diese Pilze haben über viel Leben. Was ist denn mit denen? Nice. Hier wollte ich rein, denn hier haben wir die Joker-Karte. Wir hatten einen Devil-Deal, ne? Ja, genau, den hatten wir auf dieser Ebene.
Stimmt, zu 100% hatten wir den ja bekommen. Ich will halt hier jetzt einen Full Clear machen, damit wir Münzen bekommen und mehr Bomben. Okay, das hätten wir. Okay. Machen wir erstmal das. Genau, schöne Münze. Okay, das heißt, wir könnten... Ist da ein weißes Herzchen? Oh ja, nice. Rotes Herzchen nehme ich gerne mit. Wir können nochmal... Oh, Schwarzmarkt. Ja, treibt mal nach unten. Schwarzmarkt? Nee. Aber... Brauchen wir nicht. Okay, was machen wir jetzt? Das ist halt die Frage. Auf jeden Fall Geld raussprengen. Also More Options will ich hundertprozentig haben. Das heißt, wir haben immer die Auswahl zwischen zwei Items im Itemraum. Das ist halt das Gute. Und wir bekommen es sogar. Das, die Frage ist jetzt, ich guck mal, ob hier der Geheimraum ist. Ich hoffe einfach. Ja, und mit Bomben, das ist sehr gut. Wir sprengen einfach mal... Hier dürfte reichen. Okay, wir haben hier kein Geld. Okay, wir machen das so. Wir sprengen hier unser restliches Geld raus. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt nur zwei Münzen kriegen, dann wäre das echt abgefuckt mies. Und ich glaube, wir setzen gleich auf der nächsten Ebene Instant Joker ein, um sofort den Devil Deal zu bekommen. Oder wir setzen Joker in einem Raum ein, in dem wir uns rausporten können dann. Sowas wie Zacki-Zacki. Na, Zacki-Zacki-Raum nicht, aber sowas wie Kampfraum, wenn hier einer ist. Weil dann müssen wir den Kampfraum nicht machen. Wir können alles öffnen und danach uns schnell rausporten aus dem Kampfraum. Und dann, wir werden halt wieder im Kampfraum wieder gespawnt. Wenn wir aus dem Devil Deal rausgehen, aber dann ist ja nicht mehr aktiv der Kampfraum. Solange wir dann halt nichts mehr aufsammeln. Das gilt auch für eine Münze oder so. Was ist das? That's a hard nut to crack. Ich muss mir die ganzen Trinkets durchlesen, Alter. Das sind eindeutig zu viele. Nein! Oh, schon wieder Schaden bekommen. Das auch noch durch eine Superform. Ach, Mann. Okay, Leute, die nächsten beiden in Ebenen werden wir keinen Schaden nehmen. Die nächsten beiden. Danke für den Geheimraum. Das war dumm. Oh, schön Geld. Schön Geld. Oh, ja. Oh ja, okay, dann müssen wir aber auch einmal noch hier bitte sprengen. Schade. Okay, wir werden Joker... Oh, lol. Ist jetzt nicht dein Ernst. Alter. 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 Okay. Wie auch immer ich das gerade geschafft habe. Ohne getroffen zu werden. Das wundert mich gerade mega. Okay, nice. Oh, so ein Dark Bomb wäre halt schön, ne? Aber wir können nicht jeden Run Dark Bomb bekommen. Das kann... Ach, Mann. Genau, jetzt wo wir Geld haben... Spawnt ihr einfach Mini-Monstros? Alter, Vater. Schön, die Mini-Monstros sind besiegt. Oh Gott. Okay, nice. Haben wir. Jetzt wo wir Geld haben, spawnt natürlich Greed im... Shop, ey. Aber okay, das heißt, wir haben für die nächste Ebene auf jeden Fall kein Greed. Wir sind Gavs 2. Das ist gar nicht mal so bad. Aber wir haben... oh Mann, wir sind langsam, ey. Okay. 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 Schlüssel rein. Nehmen wir das mit. Triple Shot. Triple Shot ist halt um einiges geiler. Als das andere Item. Das ist einfach nur eine kleine Spinne, die hier langläuft. Und ein bisschen ihr Chilling macht. Ich weiß gar nicht, macht sie irgendwie Damage oder so? Oder beschwört sich die Spinne oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Item so selten mitgenommen. Beziehungsweise so selten bekommen allgemein. Oh! Das ist halt unnötig, das Item da. Jetzt, wo wir goldene Small Options haben. Denn, ja, das sorgt dafür, dass wir... zu 50%, glaube ich, irgendwie zwei Items im Itemraum haben, aber da wir Golden More Options haben, haben wir hundertprozentig zwei Items in einem Itemraum. Okay. Wir haben halt keine blauen Herzen mehr, wir müssen gegen Gerdy, okay. Okay, er schießt. Aufpassen, immer schön aufpassen. Er schießt wieder.
Er spawnt. Bob's Brain ist wieder da. Nicht getroffen werden. Und ansonsten sinkt unsere Devil-Deal-Chance. Und das wollen wir nicht. Komm, noch einmal. Zack. Ja, wir haben ihn. Und kriegen wir noch einen? Nein, wir bekommen keinen Devil-Deal. Aber wir setzen dann Joker ein. Und bekommen Krampus. Erstmal das blaue, das rote Feuer hier wegmachen. Ja, Krampus ist halt... kann Devil jetzt auftauchen. Okay. Erstmal schwarze Herzchen hier. Wow. Der Devil ist nicht mehr offen. Okay. Okay. Seht ihr, da hat uns Bob's Brain gekillt. Gut, dass wir 9 Leben haben. Ich habe gerade gedacht, scheiße, der Run ist schon wieder vorbei. Aber wir haben Bob's Brain. Wir hatten 9 Leben. Das ist sehr gut. Kein Schaden nehmen. Wie ich mich auch immer da durchgemogelt habe gerade. Heilige Scheiße. Okay. Oh Gott. Zack. Okay. Okay. Alter. Okay, nice. Da ist ein Kampfraum. Gucken wir mal rein, was es gibt. Na, eine normale Kiste nehmen wir jetzt nicht mit. Die müssen wir nicht unbedingt öffnen. Ich glaube, den Boss-Rush erreichen wir nicht. Schätze ich jetzt einfach mal. Bob's Brain, ich hasse dieses... Oh, ich nehme nie wieder Bob's Brain mit, Leute. Ohne Witz. Außer wir haben irgendwie... irgendwas, was uns vor Explosionen schützt oder so. Aber Alter, das ist nervig. Das zweite Mal hat uns Bob's Brain jetzt schon gekillt. Deswegen wollte ich dieses Item eigentlich nicht mitnehmen. Oh, aber es guckt mich immer so traurig an. Deswegen muss ich es einfach mitnehmen. Wir haben nur noch ein halbes Herzchen. Können wir das hier öffnen und nochmal öffnen? Schade. Bob's Brain killt uns gleich. Oh, das saved uns gerade. Okay. Gut, Bob's Brain hat uns auch schon gesaved, aber eher getötet als gesaved. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich wurde getroffen, Alter. Ja gut, Leute, ne? Wie lange hat denn diese Bombe denn gerade gebraucht, um zu explodieren, Alter? Oh, es ist halt ein übel nerviger Raum, ey. Wir haben halt keine Leben. Aber das wird schwer, wenn wir jetzt nicht demnächst irgendwie mal Leben bekommen. Dann könnte das nicht unbedingt leicht werden, das... der Run. Okay. Okay, was haben wir für eine Karte? Tower. Setzen wir einfach mal ein. Hat uns ja viel gebracht. Haben wir überhaupt einen Gegner damit getroffen? Ich glaube nicht. Nur einen noch beschworen. Konzentration, Alter. Okay, Shop. Blaues Herzchen. Immerhin etwas, Alter. Das gibt uns 2 Schlüssel. Und wir sind Mother. Das heißt, wir haben eins ja, genau. Das heißt, wir haben jetzt ein Messer im Arsch. Das hier. Set Onion. Gibt uns kein... Ach, nee. Ah, nee. Es gibt uns Tears Up. Number One hätte uns auch Tears Up gegeben, aber unsere Range nochmal mega verringert. Aber ich glaube auch mehr Tears Up gegeben. Ich weiß es nicht genau. Ich habe gerade dieses... Zwiebel-Item. Ist es ein Zwiebel? Keine Ahnung. Das Item mit einer anderen Zwiebel, sag ich mal, verwechselt. Oh, Bob's Brain! Ich hasse dieses Item! Oh! Nie wieder! Nie wieder nehme ich dieses Item mit! Wir haben es jetzt einmal aufgehoben, das reicht. Mehr müssen wir nicht machen. Wir müssen hier jedes Item einmal aufheben. Und damit haben wir Bob's Brain einmal aufgehoben, Alter. Drecks-Item! Oh! Dieses Item zerstört, ey. Dieses Item zerstört dieses Spiel. Ich hasse dieses Item gerade. Geh weg, danke. Herz hier mitnehmen. Aufladen, einsetzen. Oh! Nice! Was bekommen wir? Eine Kiste. Die öffnen wir. Die Kiste öffnen wir. Blaues Herzchen und Geld. Ist okay. Ist okay. Zack. Da ist der Boss. Okay, nice. Besiegen wir Loki. Auf Triple Shot haben wir halt eine echt gute Fire Rate eigentlich.
Dadurch, dass wir gerade die Set Onion gefunden haben. Komm. Devil. Ach, kein Devil hier mehr. Das gibt uns ein HP ab. Das war dumm. Das aufzusammeln. Jetzt haben wir den Hall of Babylon-Effekt nicht mehr. Das war übel bad. Warum mache ich das? Scheiße. Wir haben den Hall of Babylon-Effekt nicht mehr. Das heißt, wir haben. Alter, haben wir niedriges Damage. Oh, scheiße. Wir müssen unbedingt ein Devil hier bekommen. Und unser Herzchen loswerden. Oder in dem Dingsraum ist da gleich unbedingt ein Automat. Das wäre natürlich obergeil. Okay, da wurde ich getroffen. Das war natürlich sehr gut. Da wurde ich schon wieder getroffen. Das war natürlich super geil. Ja, nice. Sehr gut. Unser Damage ist back und unser Laufspeed. Immerhin etwas. Ey, ich will das. Danke. Also den Boss Rush machen wir jetzt nicht, würde ich mal meinen. Wie ich darauf komme? Ach, ich weiß nicht. Oh Mann, oh gut, dass wir da eine Blood Donation Maschine haben. Da nehmen wir lieber das Bomben-Item mit. Ein bisschen mehr Bomben schadet nie. Und zack. Nice. Und noch auf ein halbes Herzchen mit runter, danke. So. Wir haben wieder blaue Herzen. Unsere Devil-Deal-Chance ist bei 100%. Hatten wir überhaupt schon einen Devil-Deal? Ja, klar, hatten wir. Mann. Natürlich hatten wir schon einen Devil-Deal. Krampus und so war ja auch drin. Da hat uns Bob's Brain das erste Mal gekillt. Krampus droppt übrigens, wenn wir ihn besiegen, entweder Kohle. Ein Item, was, je länger unsere Tränen fliegen, desto mehr Damage machen unsere Tränen. Oder Krampus Head, das ist ein Space-Item. Was dann eingesetzt wird, was Brimstone in alle Richtungen schießt, also so in alle Himmelsrichtungen, oder schräg, nee, doch, oder über Kreuz, oder es dreht sich einmal komplett im Raum. Ultra Greed, oh, komm schon, ey, ich habe mich gerade auf den letzten Shop gefreut, ey, dieser Spielverderber. Was sollen wir jetzt mit dem ganzen Geld? Oh, ich hoffe, wir finden Money Quills Power. Je mehr Geld wir haben, desto mehr Damage machen wir. Aber den Itemraum haben wir schon gefunden. Vielleicht finden wir das Trinket. Wenn wir es nicht erst freischalten müssen, das uns die Möglichkeit gibt, auf der Womp-Ebene Shops und Items, Itemräume zu bekommen. Das wäre natürlich geil. Aua. Geil. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Und ich hoffe, wir finden hier irgendwie demnächst nochmal schön viele blaue Herzchen oder so. Aber Don im Devil Deal, das wäre geil, Alter. Das wäre übel geil. Das wäre richtig, richtig, richtig geil. Aber dann nimmt alle roten Herzen weg, die wir besitzen, und gibt uns dafür aber 6 schwarze Herzen. Also es ist schon, es ist ein schönes Item. Und es gibt halt einen ordentlichen Damage Boost. Das war dumm, warum renne ich da rein? Wenn wir das noch einsetzen, oh. Okay, komm. Flieg, Bob's Brain. Rette den Tag. Oder töte uns gleich wieder. Denn wir haben nur noch ein halbes Herzchen. Einmal Bob's Brain abbekommen und wir sind tot. Das war knapp. Ich dachte gerade, da fliege ich, kriege ich wieder Damage. Warms Fuß. Da kommt die Mama raus. Aber wir haben sie besiegt. Damage und Range Up, nice. Gut, auf geht's in die Marm-Ebene. In die Womp-Ebene, meine ich. Alter, ey. Wir haben 9 Leben. Das ist das einzig Gute, sag ich mal. Und natürlich bekommen wir Damage. In diesem Raum, Alter. Voller Superformen. Was sollen wir da machen, ey? Was sollen wir da machen, ey? Komm, Balls of Steel bitte irgendwie. Wieso sind hier eigentlich so viele... Alter, wurde die Chance auf Superformen in Afterbirth Plus erhöht? Irgendwie. Habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Da war eine rote Spur. Ist das dein Ernst? Boah, das erkennt man aber auch eben auch nicht, ne? Nicht wirklich zumindest. Und ich weiß nicht, was meine und was nicht meine Spur ist. Denn wir haben ja auch eine Spur hinter uns. Das war auf jeden Fall schon mal nicht der richtige Weg. Alter, wie sollen wir eine Mom besiegen? Das will ich doch, das schaffe ich doch niemals, Leute. Wir brauchen halt Leben. Wir brauchen endlich mal ein paar blaue Herzchen oder so. Das wäre sehr, sehr schön. Das wäre sehr, sehr, sehr schön. Upsi, ja, 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 das war knapp.
Da hat uns unser Messer aus unserem Arsch geholfen. I can see forever. Und ein Schwarzmarkt. Oh, sogar direkt ein Weg in den Schwarzmarkt. Das ist sehr schön. Was haben wir hier für Items? Nichts, was uns hilft. Aber wir können unser ganzes Geld spenden. Wir brauchen es ja eh nicht mehr. Ja, Duplopia könnte uns vielleicht helfen, aber nee. Das brauchen wir alles nicht mehr. Wir können auch jetzt weitergehen, instant zu der nächsten Ebene. Allerdings machen wir es nicht. Wir könnten auch hundertprozentig zu Satan gehen, da wir ja unser liebes Space-Item haben. Was eigentlich ganz geil ist. Aber wir werden Satan eh nicht packen können, glaube ich mal. Goated, das ist jetzt ganz geil eigentlich. Goated garantiert einen Devil-Deal. Oder beziehungsweise einen Deal auf jeder Ebene. Also es garantiert einen. Das heißt, wir bekommen zu 100% diese Ebene einen Deal und nächste Ebene etc. Alter, das ist ein mieser Raum. Das ist ein mieser Raum, Alter. Das ist ein sehr mieser Raum, Alter. Dass ich hier noch nicht getroffen wurde, wundert mich gerade so ein bisschen. Alter Vater. Alter Vater. Wie wurde ich denn hier nicht getroffen bisher? Heilige Scheiße. Ist hier irgendwo bitte blauer Stein oder so? Nein? Okay, fick dich, Spiel. Ich mag dich auch nicht. Wir haben die bessere Range, das ist das Gute. Okay, gucken wir nochmal hier in den Raum. Vielleicht ist hier ein blauer Stein. Nein, ist es nicht. Okay. Okay, okay, okay. Ja, wir können noch nicht weitergehen. Wir können noch nicht weitergehen. Ich brauche blaue Steine, ich brauche blaue Herz. Ich kann noch. Ach nee, warte, das ist noch nicht die Marmebene, ne? Aber hier könnte der Geheimraum sein. Nein, ist er nicht, okay. Dann könnte hier der Geheimraum sein. Ist er auch nicht, okay. Dann könnte hier der Geheimraum sein. Ist er auch nicht, okay. Dann suche ich nicht weiter. Uiuiui, da sind Stacheln. So, dann bekommen wir Skrillex. Skrillex, Skrillex, irgendwie so. Uiuiui. Diese Mini-Viecher sind halt noch übel nervig. Shit. Wir haben nur noch ein Leben, Leute. Okay, den haben wir. Wenn wir die Viecher weg haben, dann ist alles gut. Dann kann ich das auch besser... Ja, okay, jetzt. Alles gut, okay, jetzt kann ich ihn noch schaffen. Okay, komm. Damage machen. Er ist halt nur an seinem Hinterteil verwundbar. Das ist halt das einzige nach... Okay, Bob Sprang hat getroffen, das ist schon mal sehr schön. Ja, in den Fällen ist halt Bob Sprang ganz gut eigentlich. Aber sonst ist halt eher... Eher darauf aus, den Spieler zu töten. Aua. Okay. Okay, komm schon, zeig dein Hinterteil oder so. Mach es, nur für mich. Oder so. Nice, danke. Okay, nice. Wir haben ihn. The Box, okay. Du bekommst Stuff, oh Gott. Was ist das? Equality, gleich. Okay. Doof Diamonds, wow, noch mehr Geld. Kommen wir erstmal hier rein. Ist das vielleicht eine Helper-Pille? Nein, eine 24-Hour-Energy-Pille. Wir können davon nichts mitnehmen, denn wir haben kein Leben, kein Herzen. Wir hätten noch auf der weiteren... Oh, verdammt, wir hätten auf der Ebene gerade noch weiter suchen können. Nach blauen Herzen, weil der Devil-Deal bleibt ja offen dadurch, dass wir Goated haben. Okay. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall ein paar blaue Herzchen finden. Aber sonst packe ich Mom nicht. Ich habe bei den Augen am Anfang schon übel Probleme. Eigentlich ist es der einzige Teil, wo ich Probleme habe. Bei Mom. Die Augen. Also ausweichen und von den Augen nicht getroffen werden. Oh Gott, das war knapp. Das war noch knapper, Alter. Das war auch knapp. Nein! Letztes Leben war das. Okay, wir gehen erstmal einen anderen Weg. Uiuiui. Der Raum da ist mir ein bisschen zu mies. Komm, da drin können Bettler sein, die uns Herzen geben können. Heilige Scheiße. Schlüssel. Bettler.
Gib mir Herzen. Gib mir Herzen. Irgendwas. Keine Bomben. Oh, keine Bomben. Komm, wir haben so viel Geld, das geben wir jetzt aus. Wir müssen an den Bettler da eh noch 100 Mal spielen insgesamt. Weil wir dadurch ein Achievement bekommen. Okay, ich kann mal aufhören zu schießen. Nein, ich fliege nicht. Was ist das? Speeddown, okay. Okay. Ich hasse Bob's Brain, Alter. Dieses Item ist so ein Müll. Ich werde nie wieder Bob's Brain mitnehmen. Und diesen Run werde ich hochladen. Wir hatten eigentlich ganz gute Items. War ein spannender Run. Aber naja, Leute. Man kann halt nicht immer gewinnen, ne? Und ich sage das. Oh Mann, ey. Wie voll. Ich glaube, ich habe die mehr als die Hälfte meiner Parts schon verloren. Ja. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Runs habe ich, glaube ich, geschafft, ja. Nice, oder? 3 von 7. Ich bin gut. Alter, ey. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.